das Thema Umwelt ein Riesenthema und Jens W. Kock hat eine, wie ich finde, super Idee, die er uns gleich gemeinsam mit Björn Kempke und Thomas Krambo vorstellen wird. Herzlich willkommen, Jens. Moin, Silvia. Schön, dass ich dran bin, wenn man das jetzt koppelt. Achso. Ich habe ab und zu mal das Erlebnis, es geht irgendwas kaputt und weil ich noch was Handwerkliches gelernt habe, kriege ich das in der Regel auch wieder so mit, dass es hinterher funktioniert. Das ist ja große Wissen. Die Idee, die daraus entstanden ist, die jetzt aber auch nicht von mir ist, die Idee nennt sich Hypercafé. Es geht darum, dass man versucht, sozusagen im nachbarschaftlich-freundschaftlichen Verhältnis Sachen, die nicht mehr funktionieren, wieder heile zu machen. Und ich glaube, wenn ich mich hier umgucke, sitzen eine ganze Menge Leute rum, die mal was gelernt haben, was mit Handwerk zu tun hat und die auch in der Lage wären, Sachen, die kaputt gegangen sind, heile zu machen. Der Weg dahin ist eigentlich der, ich brauche ein paar Leute, die sowas können, die sowas machen wollen. Es geht dabei nicht darum, einen Euro zu machen, es geht darum, einfach Sachen wieder heile zu machen, die nicht weggeschmissen werden müssen. Du sagtest ja ganz am Anfang, dass es Dinge sein können, die, ich sag mal, im täglichen Gebrauch einfach dem Verschleiß unterliegen. Ja, ja. Aber wenn jetzt mein Handy kaputt ist, werden wir hier einen finden, der so ein Handy repariert oder der einen Computer repariert? Oder ist das eher so, ich habe eine kaputte Waschmaschine, wie kriege ich eine Waschmaschine überhaupt ins Hypercafé? Das stelle ich mir auch kompliziert vor. Denn schon über das kaputte Handy, das kriegt man doch leicht, doch deutlich leichter hin. Nein, also irgendwo sind natürlich dem auch Grenzen gesetzt. Aber es hängt ja nicht zuletzt auch davon ab, dass man weiß, wer würde sowas überhaupt machen wollen. Wenn sich irgendjemand zutraut und hat das mikroskopische Werkzeug, ein Handy zu reparieren und sagt, ich würde das machen, dann können wir das machen. Wenn jemand da ist und sagt, ich würde Waschmaschine reparieren, dann können wir auch sagen, das gucken wir uns gerne mal an. Aber dazu muss man natürlich die Leute haben, die sowas machen können und wollen. Da ist dann aber auch schon mehr als ein Stück Kaffee und Kuchen fertig. Ja, klar, aber Auch wenn am Ende dann steht, tut mir leid, das Teil ist nicht, ist einfach, ist kaputt und das Thema ist durch. Aber wenn am Ende dann vielleicht auch steht, ey Leute, wir sind Neuwurmsdorfer, in Neuwurmsdorf gibt es Handwerke, in Neuwurmsdorf gibt es Geschäfte, die sitzen hier und da und dort, da kann man hingehen und da kann man fragen, die haben Info, die können vielleicht auch sagen, du hast ein schickes Gerät, leider ist es kaputt, aber eventuell hätte ich da was stehen, was ich, also eigentlich für alle eine Win-Win-Situation. Wäre das okay, wenn wir auf unserem Portal da auch einen Aufruf starten und das über Facebook laufen lassen und deine Telefonnummer hinein? Das könnte ich gerne machen, ja, danke. Okay. Weil dann bekommst du die Leute zusammen unter Umständen. Und es gibt vielleicht einen Gründungsabend, nachher, es gibt ja Mikro, und es gibt vielleicht einen Gründungsabend, wo du so eine erste kleine Reparaturtruppe zusammenbekommst und wo ihr dann besprechen könnt, wann ihr euch trefft, wie oft ihr euch trefft. Ja. Und wenn dann ja tatsächlich eine Waschmaschine kaputt ist, gibt es sicherlich auch eine Möglichkeit, dass man sagt, Mensch, wir fahren da mal eben bei Frau Müller vorbei und machen das eben vor Ort, oder nicht? Ich habe da schon einen, der mir dann dabei hilft. Björn. Ja, also ich bin mit Waschmaschinen genauso wie mit Automotoren, nämlich der Vollpfosten, kann mich da leider nicht anbieten, aber ich kann, wie gesagt, ein bisschen Werbung dafür machen, kann es beschreiben, wir können es auf unser Portal stellen und dann gucken wir, wie viele Kontakte wir bekommen. Sure.